Hallo, mein Name ist Marius Ebert. Wir sind mitten in einer kleinen Videoserie über das Grundbuch und die dort eingetragenen Belastungen. Hier geht es um das Grundbuch selber und zwar seine Bedeutung. Nun, was ist die Bedeutung des Grundbuchs? Das Grundbuch fungiert als Stellvertreter für das Grundstück, also für Immobilien, für Dinge, die man nicht bewegen kann, braucht man einen Stellvertreter, wenn man das zum Beispiel das Eigentum übertragen will oder wenn man diese Immobilien belasten möchte. Das Grundbuch selber ist ein Verzeichnis und hat seine Bedeutung dadurch, dass es alle Grundstücke, also Verzeichnis aller Grundstücke des Amtsgerichtsbezirks Die Bedeutung liegt darin, dass wir in diesem Bereich der Grundstücke des Landes sozusagen Rechtssicherheit haben. Zum Beispiel der Eigentümer oder die Veränderung der Eigentumsverhältnisse müssen im Grundbuch eingetragen sein. Das schreibt das Sachenrecht im BGB zwingend vor. Und wo ist das Grundbuch zu finden? Beim Grundbuchamt. Ja, also danach würde man dann fragen, wo ist denn hier das Grundbuchamt? Und zwar beim Grundbuchamt des Zuständigen. Zuständigen heißt entsprechend dem Amtsgerichtsbezirk des zuständigen Amtsgerichtsbezirks. In dem nächsten Video klären wir dann, wer einsehen darf, was öffentlicher Glaube des Grundbuchs bedeutet. Also wir werden diesen Begriff Rechtssicherheit noch ein bisschen weiter detailliert betrachten in den nächsten Videos. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann gehen Sie jetzt zu www.sparsleindenk-shop.de. Dort gibt es bereits sehr, sehr viele Lernhilfen orientiert an den Sinnesorganen, also hören, anfassen und sehen, vor allem den Stoff entwicklungsorientiert sehen. Ich nenne das Video Coachex. Schauen Sie unbedingt in diesen Shop. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden? Dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.